So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color. So, ich muss euch was ganz Tolles zeigen. Ja, erstmal hier im Hintergrund, ihr seht es vielleicht. Two Girls, One Up. Ja, musste einfach sein. Und ja, oh mein Gott, der Horror Jumper trägt wieder andere Klamotten. Ja, das bedeutet, ich nehme jetzt wieder mal was auf. Und ja, das Deck habe ich umbenannt. Ich hoffe, es gefällt euch, das Dirty Deck. Das Dirty Deck Deck, ja, ihr wisst Bescheid. Doppeldecker. Okay, gut, wir wollen dann jetzt mal direkt starten und gegen den nächsten hier battlen. Diese Brillenschlange oder wie auch immer. Also nichts gegen Leute, die Brillen tragen, ne? Das ist eigentlich gut, damit die Augen besser, schärfer sehen können. Okay. Hey! Hat dir jeder das Fieber? Hast du das Fieber? Wenn du das Pokémon-Fieber hast, dann trete gegen mich an. Ah, wir wollen gegen Kevin antreten, oder? Natürlich. Ein Match mit vier Preisen. Los, spiel mit mir. Ja. Oh, wir müssen mit Kevin spielen. Das ist der Feuerclub. Mitglied Kevin. Flammenwerferdeck. Oh, okay, Flammenwerferdeck. Wisst ihr Bescheid. Aber wir werden das Feuer löschen, oder? Oder Feuer mit Feuer bekämpfen wäre natürlich auch was Lustiges. Oh, Kevin, warum hast du denn kein Basis-Pokémon auf der Hand? Oh Mann, immer diese Kevins. Ich finde das sowieso immer so lustig, dass um diesen Namen immer so viel Drama gemacht wird. Nee, gut. Ich will jetzt erstmal gucken, was wir so haben und dann können wir so langsam aber sicher mal ein bisschen quasseln über Pokémon-Themen. Okay, was haben wir denn Feines auf der Hand? Aber ja klar, ne? Wir haben nur ein Wasser-Pokémon, aber wir haben Lapras. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Weil Lapras kann alles auseinandernehmen, wenn es will. Ja, der Rest, den lassen wir einfach mal. Okay, fangen wir jetzt so langsam an nach dem Münzwurf. Ich schaue diesmal nicht hin. Ach komm, ist okay. Dann halt nicht. Wie du willst. Oh ja klar, Magma. Und ein ach, ich wollte Bisasam sagen. Ein Glumanda. Nee, aber im Großen und Ganzen wollte ich mal über die Pokémon-Edition reden. Ich habe zwar jetzt keinen Plan von Pokémon Sonne und Mond, aber werde ich mir irgendwann mal machen müssen. Werde ich, also was heißt müssen, ne? Aber man ist ja schon neugierig, aber ich muss jetzt nicht unbedingt Pokémon Sonne und Mond jetzt schon direkt haben. Wird sich noch ergeben. Auf jeden Fall, ja. Also Pokémon Rot und Blau und Gelb habe ich natürlich extrem gefeiert. Das ist ja kein Thema. Danach kam ja Gold und Silber. Ich hatte ja Gold. Mein Bruder hatte Silber. Mein Bruder hatte immer die gegengesetzte Edition. Das ist schon... Das hat schon seinen Sinn dementsprechend. Aber ich fand das auch allgemein cool, weil... Ja, mein... also... Die Pokémon, die mir fehlten, die konnte ich dann immer mit ihm tauschen. Und andersherum auch. Aber meistens habe ich zu ihm gesagt, komm, mach mal ein neues Spiel, mach mal ein neues Spiel. Weil der hat kaum gespielt. Und ich habe dann immer gespielt. Und das Lustige ist an der ganzen Geschichte, dass... Ja, oh. Magma. Oh, Magma. Das ist gar nicht gut. Moment. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ah, okay. Ja, stimmt. Das macht immer plus... Ja, wenn ich eine Wasserenergie mehr habe. Moment mal. Was hatte ich denn noch? Beleber. Power Plus. Ah, nee. Das hätte doch... Oder? Ich glaube, das hätte schon gereicht, ne? Ich hätte gar nicht Power Plus machen müssen. Nee, auf jeden Fall. Habe ich dann immer gesagt, er soll sein Spiel neu starten, damit wir dann tauschen. Und das Lustige ist, jetzt passt mal auf. Ja, ich weiß, es ist wieder zweideutig und so weiter. Einige werden wahrscheinlich wieder lustig gut drauf sein, aber ich erzähle es trotzdem. Irgendwann hat meine Mutter sich dann die rote Edition geschnappt und hat sich so gedacht, okay, ich spiele jetzt einfach von da weiter, wo mein Bruder aufgehört hat. Und das war noch am Anfang. Und ich hatte mit ihm getauscht und ich hatte ihm einen Dicta gegeben. Und das Lustige ist, meine Mutter hat tatsächlich mit Dicta, also mit Dictree dann später, hat sie das ganze Spiel durchgespielt. Und es war, glaube ich, auf Level 81 oder so und sie kannte diesen Glitch halt nicht mit diesen Cheaten und so weiter und mit Verdoppeln und so. Und das war einfach so krass, so irgendwann haben wir uns dann die Edition genommen und haben Pokémon Stadium 1 gespielt und haben uns so gedacht, okay, mal gucken, was für Pokémon so unsere Mutter da drauf hatte. Und das Lustige ist einfach, dass es dann ein ziemlich krass hohes Level war und wir dachten uns, Alter,
ohne Scheiß, hatte voll die guten Attacken. Ja, okay, ist erste Gen, ne, also da hat man fast nur gute Attacken am Ende, also was heißt fast nur gute, sondern so die Standard Erdbeben und Schlitzer und so ein Kram. Ich glaube, Zerschneider konnte der nicht. Also ich glaube, das hat sie dem nicht beigebracht gehabt. Aber es war schon sehr witzig, also definitiv. Ich muss jetzt mal gucken. Am besten ist, wir benutzen mal Trank auf Lapras. Ich muss mich auch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Und ja, das Krasse an der ganzen Geschichte ist, mit den Hin- und Hertauschen. Später war es voll umständlich, wenn man wirklich so Diamant und Perl hatte. Und man wollte dann von den GBA-Versionen, das konnte man ja dann unten in den Slot noch reinstecken. Und man hatte dann oben dann noch, ja ich weiß, von beiden Seiten. Hat man dann quasi das Spiel drin gehabt. Und dann hatte man, ich weiß nicht mehr, wie hieß der, Freundespark oder so. Da hilft mir mal auf die Sprünge, ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr. Und dieser Park, da konnte man immer pro Tag, glaube ich, 5 der Pokémon fangen, die man dann quasi aus der GBA-Version hatte. Und das habe ich wirklich eine Zeit lang, wirklich in den Sommerferien, tagtäglich gemacht. Ich hätte eigentlich die Uhr umstellen können, ich weiß. Das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, aber okay. Oh, wir haben einen Pokéball. Den benutzen wir jetzt einfach mal. Vielleicht kriegen wir was ganz... Jetzt habe ich schon hingeschaut, Leute, und das hat auch nicht funktioniert. Egal, wie man es macht, ich habe kein Glück. Wir haben doppelte Farblosenergie. Jetzt ist die Frage, wird das was bringen, wenn wir das auf Goldini machen? Ja... Ja, egal, wir greifen einfach mal normal an mit Aquaknarrig. Das wird schon nicht verkehrt sein. Ich könnte auch Konfusstrahl machen. Sollen wir das mal machen? Das würde... Nee, das macht mehr Schaden. Komm, wir machen das. Auf jeden Fall. So, Saphir, Rubin und Smaragd. Die Edition habe ich auch gefeiert. Aber die waren nicht so meins. Ich kann es nicht ganz beschreiben. So... Es hatte nicht diesen Soul. Alter, was hat er da gemacht? Was passiert jetzt? Kann ich ihn jetzt nicht angreifen? Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, dass ich ihn jetzt nicht angreifen kann. Nee, auf jeden Fall, wo Diamant und Perl rauskamen, das war halt in den Sommerferien. Ich war so gehypt, ne? Ich dachte mir, boah, geil, die musst du unbedingt haben. Dann hat unsere Mutter, hat sie uns das Geld vorgestreckt gehabt. Und ja, da gab es auch Taschengeld, Leute. Und ja, tatsächlich, wegen Schwanzschlag dürfen wir nicht... Ah, nee. Lapras, du bist so versaut, ne? Nur weil du auf den Schwanz starrst, weil der Schwanzschlag dich getroffen hat. Ist das dein Ernst schon wieder? Ey, warum? Das ist so unnötig in so Duellen, ne? Das hasse ich total. Nee, aber... Wo das Spiel rauskam, ich habe mir auch direkt, glaube ich, das Lösungsbuch geholt. Aber dann habe ich gemerkt, es gibt 2 Lösungsbücher. Einmal, wo der Pokédex nur drin ist und einmal das komplette Spiel. Und ich hatte das mit dem kompletten Spiel. Aber ich habe mir das mit dem kompletten Pokédex nicht geholt, weil es gab da jemanden, der gute Ronnie. Den habe ich immer Pokémon-Meister genannt. Das hat auch seine Gründe, kann ich euch gleich auch schon noch erzählen. Der Typ, der hatte zum Glück den Pokédex, das Lösungsbuch. Und da konnte ich dann gucken, welche Pokémon mir noch fehlten und so weiter und so fort, wann die sich entwickeln und so weiter. Und was die für Attacken erlernen und so, war auch sehr wichtig für mich. Natürlich, man konnte es im Internet irgendwo nachschauen, aber da war es noch nicht so extrem mit dem Internet. Es war so, ja, da gab es schon Spieletipps und so, aber... Naja, man guckt lieber in Lösungsbücher. Also ich bin eher so der Typ, so wegen Nostalgie und so. Aber okay, gut. Wir kriegen irgendwie keine Energiekarten, aber naja, wir dürfen mal angreifen, wenigstens, immerhin. Und, ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, mit Diamant und Perl, Platin oder Platinium hatte ich mir ja auch geholt. Aber wisst ihr, was ich da richtig gefeiert habe? Das war mit den Fossilien, dass man in den Untergrund gehen konnte. Ey Leute, ich habe das geliebt. Ich war mitten in der Nacht in den Sommerferien. Jedes Mal war ich da und habe alles weggekloppt. Ja, ich weiß, mitten in der Nacht, ne? Ist okay. Ich fand das so cool. Ey, ich wollte alles. Ich habe so viel gesammelt, ne? Das hat so einen Spaß gemacht. Ich finde das echt schade, dass es das nicht mehr in den anderen Editionen, glaube ich, gibt, ne? Ja, das haben die nur da, glaube ich, gemacht. Ich glaube, in Schwarz-Weiß haben die das schon gar nicht mehr gemacht. Aber Schwarz-Weiß gehe ich mit so gemischten Gefühlen an. Es war solide, ist aber nicht unbedingt das, wo ich sagen würde, yo, das muss ich unbedingt haben. Und Nokshan kann jetzt auch mal Energie vertragen. Aber nochmal zurück auf Ronny zu kommen, den Pokémon-Meister. Der Typ, der hat, ich bin ja kein Fan von Pokémon Battle Revolution. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich meine aber schon. Aber es gehört einfach in so einen Pokémon-Part rein, sagen wir es mal so. Und
Oh, Aquana. Warte mal, haben wir Evoli? Habe ich eigentlich Evoli in mein Team getan? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Habe ich jetzt... Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich hoffe, ich erinnere mich noch daran. Ich glaube aber nicht. Ja, genau. Der Typ, der hat... Also, der hat hier... der achtet auf die Werte, alles Mögliche. Und hat auch immer richtig gut trainiert. Und er hatte wirklich... Er hatte ein ultimatives Team und... Pokémon Battle Revolution, es war einfach... Ah, Leute. Es war herrlich, ihm dabei zuzugucken. Noch nie hatte ich so viel Spaß daran, weil er hat wirklich gegen Japaner, Thailänder und so weiter und so fort, alles hat er gebattelt, weil die hatten einen japanischen Namen und so. Muss natürlich nicht unbedingt was heißen, aber da waren einige und manche mussten dann nochmal gegen ihn kämpfen. Und das Lustige an der Geschichte ist, die haben sogar direkt aufgegeben, so gut war er. Ich habe immer zu ihm gesagt, ey, warum gehst du denn nicht mal zu so einem Turnier oder so? So jetzt wirklich jetzt, das war kein Scherz, ne? Und der meinte immer so, ja nee und keine Ahnung. Dann meinte ich so, du bist doch so ein Stratege. Ja. Und was er jetzt spielt, Leute? Wisst ihr, was er jetzt spielt? Er hat Pokémon in den Rücken gekehrt. Er spielt jetzt nur noch, hier, WoW. Ja. Ich meine dich. Nee, aber... Ohne Scheiß. Nach Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß 2 hat er sich nicht geholt. Kann ich auch verstehen. Also, ist nicht unbedingt auch so meins gewesen. Ich hab's auch nicht durchgespielt, Schwarz und Weiß 2. X und Y fand ich viel zu einfach, wegen dem EP-Teiler und so, overpowered und ja, allgemein das Setting, das hat mir nicht so gefallen. So, Nokshan ist jetzt schon mal auf jeden Fall bereit. Ach ja, stimmt, das geht ja gar nicht. Noch ein Goldini auf die Bank, ein Kangama würde ich mal sagen und dann können wir nochmal angreifen. Ich glaube, wir haben jetzt schon gewonnen, oder? Oder war das der vorletzte Preis? Der tauscht, glaube ich, die ganze Zeit, kann das sein? Ah nee, wir haben tatsächlich gewonnen. Gut, ja, vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal pro Folge oder Part einen Gegner zu besiegen oder zwei. Wow, ich habe verloren. Diese Boosterpackung gehört dir. Ja, was kriegen wir denn da Feines? Ja, Sichlor, Fukano, Gutexo, okay. Boah, ganz okay. Naja. Ha, Nokshan, schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Nokshans wir jetzt schon haben, aber das ist ja jetzt erstmal irrelevant. Ja, gut, dann gehen wir zum nächsten. Kommt, Leute, ruft Feuer-Pokémon, du, los, sag Feuer! Feuer! Feuer-Pokémon! Okay, auf zum Duell! Oh, gegen Peter, ja. Ein Match mit 4 Preisen, los geht's, Feuer-Pokémon! Oh, voll der Styler, Feuer-Club-Mitglied Peter. Neu Mission-Deck. Okay. Das ist so ein Mischer unter den Mischern. Ohne Scheiß, ne? Ich kann persönlich nicht wirklich mischen. Also, ich habe schon öfter versucht. Ey, Leute, ich habe Yu-Gi-Oh! Und so weiter gespielt. Ich konnte nie richtig mischen, ne? Das liegt mir irgendwie nicht. Keine Ahnung. Okay, wir haben ein Macholo. Das passt mir jetzt gerade gar nicht. Und wir haben etwas vergessen. Ich hätte das mit Evoli und Aquana gucken sollen. Das wird mir bestimmt in diesem Duell jetzt ein Verhängnis. Okay. Drück mir mal die Daumen, dass wir was Gutes kriegen. Ja, ich habe jetzt den Faden ein bisschen verloren. Auf jeden Fall, Pokémon Diamant und Perl habe ich wirklich extremst noch gefeiert. Ich weiß nicht, allgemein, was man noch danach machen konnte, wo man es durchgespielt hat und so weiter und so fort. Das war wirklich ein Highlight für mich. Also, das war wirklich wieder ein Spiel, das mich richtig gefesselt hat. Saphir und Rubin und Smaragd leider irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Ich habe es zwar auch gespielt, aber ich habe es nicht so ganz für wahrgenommen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das lag bestimmt daran, weil ich dann auch zu der Zeit The Wind Waker gespielt hatte. So, wir müssen mit Macholo jetzt durchkommen. Drück mir mal die Daumen, sonst haben wir nämlich gleich eine Arschkarte. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh ja, gib den Kick. Ja. Allgemein, Pokémon, ich weiß nicht. Ich bin ja eher so der Typ, der steht auf Pflanzen-Pokémon. Ich weiß, die meisten hassen Pflanzen-Pokémon und was machst du da? 10 KP und verwirrt. Nein, ne? Ist das dein Ernst? Aber Pflanzen-Pokémon habe ich immer gefeiert. Ich weiß nicht warum, kann ich euch nicht ganz sagen. Ich mochte die eigentlich. Nur das Problem ist bei Pflanzen-Pokémon, weil man so viele mag, man überlegt echt immer so in jedem Spiel Neudurchlauf so, wen nimmst du denn jetzt? Also jetzt nicht beim Starter, sondern allgemein. Da kommen ja mehrere Pflanzen-Pokémon.
Und ich bin so einer, der muss jetzt nicht unbedingt hier Competitive oder wie heißt das, ne, genau, spielen. Und deswegen überlege ich mir dann so, ja, könntest du das nehmen oder das oder wie auch immer. Macht das Sinn? Weil ich bin auch so einer, der auch ein bisschen mehr strategisch jetzt spielt, weil damals habe ich nur immer diese Haut-drauf-Attacken genommen, weil das hat ja meistens funktioniert in den Spielen, ne? Da kann man sich ja nicht beschweren. Ja, ich könnte jetzt Trank benutzen, aber ist erstmal dumm. Komm, bitte, bitte, bitte. Oh yeah, Leute. Das hat funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber wir sind immer noch verwirrt. Ich glaube, wenn der seinen Zug beendet hat, dann durfte ich, glaube ich, nochmal werfen. Ich wollte würfeln sagen. Und dann kann ich irgendwie variieren, oder? Komm. Alter, nein, nicht Tauboga. Junge, Junge. Das ist mein einziges Pokémon. Gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Ja, hätten wir keinen Trank, hätten wir jetzt verloren. Plus Power. Ich hoffe mal nicht, dass wir uns selber treffen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns dann doppelten Schaden selber machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich könnte ja meine Wasserenergiekarte einfach auf Macholo machen. Komm schon. Ja, korrekt. Aber ich glaube, der hat... Ja, genau, der hat Resistenz. Oh, gegen Kampf habe ich ja ganz vergessen. Wirbelwind? Funktioniert doch gar nicht. Ach so, ja, stimmt. Da war ja noch so Nebel. Das ist so ein richtiger Scheiß-Kampf gerade. Kann ich nicht irgendwie hier die Hand aufs Deck legen und sagen, ich gebe auf? Nee, ist ja kein Yu-Gi-Oh, Leute. Also. Ja. Wow, Alter, aber ich mache trotzdem keinen Schaden. Wir haben jetzt verloren, Leute. Der Peter hat gewonnen. Komm, mach mich fertig. Dieses Duell war richtig blöd. Aber diesmal gucken wir jetzt auch, ob ich wirklich Evoli im Deck habe oder nicht, weil... Das war ja total Bullshit. Ja. Du hattest nur Glück, dass ich kein Wasser-Pokémon gezogen habe. Das war ein großartiges Duell. Los, noch einmal. Feuer-Pokémon. Ja. Ist ja gut. Okay, dann gucken wir mal ins Deck. Deck ändern. Ja. Haben wir jetzt eigentlich ein Evoli drin? Tatsächlich, wir haben keins drin gehabt. Ja, dann ist es kein Wunder. Bei Wasser-Pokémon, wir haben doch jetzt noch ein paar dazu bekommen, ne? Ich würde sagen, wir legen jetzt mal von den Kampf-Pokémon ein paar raus. Was können wir denn rausnehmen? Ich würde sagen, Georock, oder? Ja, Georock ging mir eben schon so ein bisschen auf den Sack. Ansonsten, Nocturne ist eigentlich ganz gut, aber... Ja, der Rest... So ein Macholo... Ja, nehmen wir mal... Zwei Macholos, also drei beziehungsweise. Und dafür nehmen wir noch ein Shiggy, ne. Ja, jetzt habe ich wieder natürlich dafür keinen Platz. Moment mal, wir haben doch Europe 2 und dann Yugong, ja, das ist klar. Was haben wir denn für Energiekarten drin? Wasser haben wir jede Menge, Pflanzen. Pflanze ist ein bisschen Kampfenergie, so. Ja, wobei, wir haben ja noch ein paar mehr. Ja, genau, dann nehme ich von Pflanzen ein paar raus. Und wir nehmen dafür Shiggy und Shillock, ne. Was könnte ich denn noch nehmen? Am besten ist... Ja, so ein Sternduo-Kappador, ne. Ja, da habe ich nicht so eine große Auswahl. Aber Leute, kein Wunder. Dann habe ich ja echt Glück gehabt. Shiggy und Shillock. Ja, keine Ahnung. Noch eine Entwicklung ist irgendwie doof. Na komm, wir nehmen dreimal Krabby. Es müsste okay sein. Gut. So, Speicher natürlich. Okay. Ja, wollen wir mal. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo wir dran waren mit dem Quasseln über Pokémon. Wie gesagt, Diamant und Perl habe ich noch extrem gefeiert. Ich mochte natürlich Diamant mehr. Perl war irgendwie nicht so meins, also das Cover-Pokémon. Oh, wir haben sogar schon direkt ein Wasser-Pokémon. Aber wir haben keine... Ja doch, wir haben eine Wasser-Energiekarte. Ich muss erstmal gucken. Ah, der kann sogar... Ja, okay. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Ja, einen Kleinstein, den legen wir einfach mal dahin. So, und wir haben sogar Yugong schon auf der Hand. Das ist nicht schlecht. Also, wenn wir Glück haben, werden wir jetzt... Oh, wir fangen sogar an. Also, wenn das nicht gut ist. Und... Ja, keine Ahnung. Pokémon Stadium, wie gesagt, habe ich auch sehr gefeiert. Also, die Minispiele, Leute, ich bin so gut wie fast ungeschlagen. Nur das mit den Pipis, das war nicht so meins. Ist zwar schön und gut, weil da muss man die Konzentration beweisen, ne?
Und ja, das ist nicht so meins gewesen. Es war ein bisschen langweilig. So was Konzentration angeht und so, da bin ich nicht unbedingt der Typ für. Bin ich ganz ehrlich und offen. Aber was jetzt hier? Ja, wie nennt man das? Ja, so Theorie und Praxis. Also in der Praxis so gesehen bin ich da schon besser und in der Theorie eher ein bisschen schlechter. Soll man schon entwickeln? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall. Pokémon Stadium 1 und 2 habe ich auch total gefeiert. Das würde mich extrem freuen, wenn ein dritter rauskommt. Pokémon Snap habe ich ja auch auf meinem Kanal, falls es jemand schon gesehen hat. Das ist noch relativ neu, kann man so sagen. Habe ich auch durchgespielt. Macht auf jeden Fall Fun. Ich fand es ja nur schade, dass es halt keinen weiteren Teil gab. Ah, okay, da fehlt uns... Das können wir in der nächsten Runde eigentlich machen. Dann entwickle ich erst in der nächsten Runde. Und, ja, Pokémon. Was gab's da noch? Es gibt viel zu viel. Ich frage mich ernsthaft, wie weit das überhaupt noch geht. Wie viele Pokémon werden sie machen? Wird das bis auf die 1000, also 1000 hinauslaufen oder sogar mehr? Also, wenn irgendwann 1 Million Pokémon da sind, holy shit, ich will gar nicht wissen, wenn jemand sich die wirklich alle unter den Nagel reißen will, wie lange das dauert. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. So, und jetzt haben wir, glaube ich, das Match oder beziehungsweise das ganze Duell schon so gut wie in der Tasche. Weil er jetzt keine Chance mehr hat. Okay, jetzt kommt ein Schlurp. Okay, da kann er ein bisschen was mit reißen, weil der kann, glaube ich, lähmen oder so. Oh nein. Aber das war so klar. Warum muss der denn schon wieder lähmen? Ja, ist okay. Lähm mich ruhig. Überlege ich echt? Na komm, wir geben Krabi, falls ich Kingler ziehen sollte. Mach ich auch mal auf die Dingens. Ja komm, Nokshan auch. Kingler, ja genau, doch. Ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Naja, ist gelähmt vor Lähmung, bla bla bla. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ah nein, oh. Wieder so ein ätzender, ekelhafter, endloser Kampf nur mit Schlurp. Naja, ja, ist so ein... Zu Schlurp, da will ich nichts zu sagen. Aber gab's ja auch auf Pokémon Stadium 1, gab's ja so ein Schlurp-Spiel. Ich fand das immer so lustig, so diese japanische, chinesische Musik so in dem Sinne und... was sie da so sagen, wie die da reden und alles und wie die dann so schlucken und so, das aha, und wenn sie was Scharfes gegessen haben und so, wie die dann so hin und her am sich am Bewegen sind, das habe ich einfach nur gefeiert. Oder mit Kappadur, die ganze Zeit so gegen dieses Ding da oben, gegen den Zähler springen und dann dieses Kappadur, Kappadur, Kappadur. Das fand ich auch sehr cool. Oder mit Sandan, wo man L und R ganz schnell drücken muss hintereinander, wer als erstes das Loch gegraben hat, ja. Ja, ja, ich weiß, was ihr wieder denkt. Und was gab's da noch? Ach, das mit Traumato, genau. Das, was keiner geschnallt hat. Man muss nämlich im Takt drücken. Man muss genau mit, wie nennt man das? Dieses Pendel, ja, ich glaube, das hieß Pendel, so dieses Hypnose-Pendel. Wenn man im richtigen Moment im Taktgefühl, immer wenn es in der Mitte ist, drückt, hat man das richtig gemacht. Und die anderen schlafen schneller ein und du bleibst wach. Und das habe ich wirklich jahrelang nicht geschnallt. Das hat niemand geschnallt. Bis irgendwann ich mir so gedacht habe, muss man da nicht irgendwie im richtigen Moment drücken? Dann gab es noch das mit Kukuna und Saftkorn, dass man Härtner drücken muss und man verliert immer ein bisschen Energie dadurch. Ah, Junge. Endlich mal, endlich hast du nicht getroffen. Nee, nee. Ja, da musste man auf jeden Fall im richtigen Moment immer nur ganz kurz drücken. Das war auch quasi so ein Taktgefühlspiel. Weil desto mehr Energie man am Ende übrig hatte, desto eher geht es darauf hinaus, dass man dann auch überlebt. Und was für eine Energiekarte hatte ich jetzt? Eine Kampf, ne? So, gucken wir mal. Am besten, ich gebe das schon mal den Nokshan oder doch Kingler, falls er doch irgendwas anderes noch drauf hat. Wir machen den jetzt erstmal krass Schaden. Ich will den auf jeden Fall tot machen. Noch ein Treffer. Ich hoffe, dass er nicht auf den Gedanken kommt. Komm, bitte. Ey, das war so klar, warum? Ey, der besiegt mein Yugong wegen dieser scheiß Attacke. Deswegen habe ich ja gesagt, dass Schlurp eigentlich gar nicht so ein verkehrtes Pokémon ist. Ja, klar, sicher doch.
Wartet mal, ich habe doch einen fucking Hyperheiler. Alter Schwede. Ja, gut. Ja, das ist, wenn ich zu sehr damit beschäftigt bin, über etwas mit euch zu reden. Aber ich weiß, dass das Spiel nicht unbedingt extrem unterhaltsam ist. Und deswegen, ja, das ist halt, wie so gesagt, so ein Projekt, wo man miteinander quatscht. So, du wolltest, dass wir tauschen. Ja, mein Pokémon ist sowieso gerade gestorben. Ja, wir haben noch eine Kampfenergiekarte. Oh, perfekt. Ich wusste es. Okay, dann hier, steck mal schön ein. Oh ja, du wirst geklammert. Gegilutint wirst du. Junge, ist das dein Ernst? Oh nee, das geht mir jetzt total auf den Sack. Moment, ich dachte, man kann wenigstens prüfen, wie viel der braucht, damit man den als Rückzugskosten... Ich glaube, der braucht nur eins, oder? Ja, mein Pokémon. Was? Zwei Stück für Rückzugskosten? Verdammt. Oh. Wisst ihr was, Leute? Krabi greift jetzt an. Ist mir sowas von scheißegal. Der soll spüren. Oh, nee. Familienruf. Der eiserne Griff könnte ihn auch schon töten in der nächsten Runde. Komm, wir machen Familienruf. Ja, sind keine mehr vorhanden. Müsste dein Deck überprüfen. Warum? Es sind doch keine vorhanden. Warum soll ich das überprüfen? Als wenn ich meinem eigenen Deck gar nicht glaube, beziehungsweise wenn der Computer, beziehungsweise das Spiel mir sagt, da ist keine mehr drin. Man kann den Computer also nochmal selber überprüfen, oder was? Komm, Kingna. Kingna macht dich jetzt fertig. Naja, so. Oh, was haben wir denn hier? Computersuche ist gar nicht mal so verkehrt. So, falls Krabi jetzt nochmal eingetauscht werden sollte. Computersuche, was machen wir denn? Wir legen zwei Karten ab. Was nehmen wir denn da? Shiggy nicht. Ich würde sagen Kleinstein und Macholo. Was können wir denn Feines nehmen? Sollen wir eine Energiekarte nehmen? Oder ich würde sagen, wir nehmen uns irgendwas, was uns heilt. Wo haben wir denn jetzt hier? Na, gute Bilder. Könnten wir zwei Karten ziehen. Ist auch gar nicht verkehrt. Aber das will ich jetzt gerade nicht. Ich will einen Trank. Du sollst meinen Kingler nicht beschmutzen hier. So. Korrekt. Gut. Krabhammer und weg mit dir. Oh Mann, oh Mann. Naja, du hast noch einen Preis. Ja klar, jetzt kommt... Ja, klar, jetzt kommt Arcani 50. Ja, genau. Alter. Wir machen ihn nur 80 Schaden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gewinnen, aber... Ich habe eine doppelte. Jetzt ist die Frage, was... Ja, okay, wir werden sowieso den gleich fertig machen. Alter. So. 80. Wie viel hat der nochmal? 100 oder so, ne? Ja, genau, der hat 100 KP. Wusste ich gar nicht. Oh nein. Bei wem? Bei Kingna, war klar. Was war das jetzt? Du hast mir was abgezogen, kann das sein? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, Leute. Sorry. Ihr könnt es ja nochmal zurückspulen. Oh, der hat gar keine mehr. Ja, ist kein Problem. Ich würde sagen, Krabi. Ja, da kann ich jetzt nichts großartig machen, ne? Das nervt gerade. Verdammt! Dreschflegel hätte ja schon gereicht, aber da braucht man eine Wasserenergiekarte. Bleibt uns nichts übrig, ich kann sowieso nicht tauschen. Ah, der Part wird ein bisschen wieder länger, aber das ist kein Problem. Ja. Ja, das ist das Problem, wenn wir nicht so viele Wasser-Pokémon haben. Aber wir müssen halt mit dem kämpfen, was wir haben, ne? Was anderes bleibt uns ja eh nicht übrig. So, Nokshan. Und eiserner Griff und tschüss. Arcani, du bist Geschichte. Endlich, Alter. Dieser hartnäckige Peter, Leute. Ja, das war der schwarze Peter, den ich gezogen habe. Das war ein großartiges Duell. Ich möchte dir dies hier geben. Oh mein Gott, kriegen wir da was Gutes. Oh, Raichu. Ansonsten, ja, Professor Eich ist ganz okay. Aber ich glaube, den hatten wir sowieso schon oft genug. Und was kriegen wir hier noch? Ein Knuddeluft, Glutexo, nochmal Professor Eich. Oh, Arcani. Dicta und so. Ein paar Basis-Pokémon ist gar nicht mal so schlecht. Naja, lass uns doch mal spielen. So, im nächsten Part wird es dann weitergehen mit diesem Herrn hier. Ich hoffe, das wird ein schnelles Match. Wenn nicht, ja, dann ist es nun mal so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Pokémon Training Card Game ist ein neuer heißer Scheiß.